Liebe Schülerinnen und Schüler des CVL. Hallo ihr Lieben! Ihr werdet es nicht glauben, aber wir Lehrer sind jetzt alle extra hier in Hollywood, um für euch dieses Video zu drehen. Wir vermissen euch! Ich sehe überhaupt keine Schülerinnen und Schüler mehr. Nirgends! Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid gesund. Wir bleiben jetzt noch ein paar Tage hier, um den Dreh fertigzustellen. Senden euch aber schon mal viele liebe Grüße und hoffen, dass ihr und eure Familien alle gesund seid und gesund bleibt. Also wenn mir vor einem Vierteljahr jemand gesagt hätte, dass ich Schüler nur noch über MEBIS unterrichte, ich hätte ihn für komplett verrückt erklärt. Ich vermisse meine Schüler, meine Kollegen, einfach den ganzen normalen, analogen Alltag. Mir fehlt der persönliche Kontakt, die Gespräche, die Späße und das Lachen in unserer Schule. Was hatten wir nicht alles zusammen dieses Schuljahr noch vor? Die leere Sporthalle, die leere Schule. Es wird Zeit, dass ihr sie wieder mit Leben füllt. Eine Frage, die ich doch sehr vermisse, ist: Herr Müller, spielen wir bald mal wieder Kahoot? Ich hoffe, wir zocken das bald mal gemeinsam wieder. Aber natürlich vermisse ich euch am meisten. Ist ja klar. Mir fehlt das Lachen, die Leute und vor allem auch der abwechslungsreiche Alltag mit euch. Was? Meine Schrift ist zu groß? Wer hat das nicht gesagt? Wer hat das nicht gesagt? Ich sehe schon. Zwischenrufe. Ich vermisse die vielen nützlichen Geschenke, die mir die 7a macht. Zerbrochene Stifte, Kreidestummel, kapputte Heftklammern oder Radierer, die nicht funktionieren. Und hier auf meiner Terrasse ist's echt schön. Aber jetzt wär's endlich wieder Zeit fürs CVL, fürs Lehrerzimmer, Klassenzimmer, für die Aula und die Turnhalle. Ich vermisse die Schule und ich vermisse die Schüler. Ich will schon die nächsten Ferien gar nicht mehr haben. Was? Ferien sind ja eine coole Sache, aber Schule ohne Schüler danach, das finde ich ganz schön blöd. Meine Worte. Ich vermisse das Schülergeschrei in der Turnhalle. Jetzt müssen wir ganz allein Sport machen. Und Physik ohne Experimente ist irgendwann auch ziemlich langweilig. Okay, ganz kurzes. Und los geht's. Oh. Außer euch vermisse ich noch unser gemütliches Lehrerzimmer, die vielen Süßigkeiten und den unglaublich schlechten Kaffee, die Riesenbrezen und natürlich euer ständiges Geklopfe während der Pause an der Lehrerzimmertür. Ganz genau, das Geklopfe, das ständige Geklopfe im Lehrerzimmer und die Fragen. Und im Unterricht, darf ich aufs Klo? Mittlerweile würde ich ganz gerne mal wieder eine Frage beantworten, aber nichts. Außer hin und wieder eine E-Mail. Schade eigentlich. Und das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Digitaler Unterricht, Homeschooling. Wie lange? Lange. Wissen wir auch noch nicht. Aber versprochen, sobald wir was wissen, melden wir uns bei euch. Melden wir uns bei euch. Bis dahin gilt es, grausliche Hauslichkeiten, absonderliche Zeiten. Aber euer Geist, der schwebt immer noch in unendlichen Weiten. Braucht ihr Treibstoff, Futter für das Hirn? Klickt auf das, was eure Lehrer euch bieten. Die machen das gern. Und ihr seid damit weiterhin der Zukunft Stern. Wir hoffen sehr, dass ihr mit unseren digitalen Materialien einigermaßen gut zurechtkommt, nicht verzweifelt und vielleicht sogar ein kleines bisschen Spaß damit habt. Das alles ist aber bestimmt auch manchmal sehr langweilig oder auch sehr anstrengend für euch. Einloggen, Internetüberlastung, nochmal einloggen, Material bei 5 Lehrern suchen, ausdrucken, sortieren. Nochmal was ausdrucken, nochmal anders sortieren. Merken, dass was reingestellt wurde.
Oh, Blätter bearbeiten, Dateien bearbeiten, Dateien umstellen, damit Dateien sich an Termine einhalten. Ah! Und wenn ihr mal schnell wen fragen müsst, wer fehlt? Na wir, die Lehrer. Deshalb haben wir dieses Video für euch gemacht. Ihr könnt uns sehen, ihr könnt uns hören und das Allerbeste, ihr könnt das Video abspielen, so oft ihr wollt. Nochmal, ja, nochmal. Das ist Wahnsinn. Das ist der Hammer. Cool, nochmal. Ich glaube, ich flipp aus. Irre, ja. Und eins könnt ihr uns glauben, für uns ist es genauso mühselig, ständig vor mir bis zum Sitzen und nicht mit euch im direkten Kontakt zu sein. So langweilig. Keine Durchsagen von Oskar, kein Kuchenverkauf und keine Schüler, die Restkuchenbestände ins Lehrerzimmer bringen. Keine Waffeln mehr. Das gute Mensa-Essen. Also mir fehlt einfach das Miteinander. Miteinander lachen, miteinander arbeiten und miteinander ratschen. Bonjour les élèves. Voilà une petite tour Eiffel. J'espère qu'elle vous fait penser à la France. Vous me manquez beaucoup. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt, j'espère. Salut! Also Kinder, Pupuckl, du gibst jetzt einmal eine Ruhe da, gell? Also Kinder, nochmal. Ich könnte jetzt zwar schon Mathe und Physik daheim machen, aber ohne euch ist es einfach langweilig. Ich hoffe, ihr haltet euch auch einigermaßen fit in der harten Corona-Zeit. Und dann sehen wir uns alle ganz bald gesund wieder. Freue mich schon. Wir zwei sind hier und halten die Stellung. Er und ich. Und wir sind natürlich auch für euch da. Also ich natürlich, weil er geht ja nie ans Telefon. Und er ist auch da. Auf jeden Fall danken wir euch, dass ihr euren Beitrag dazu leistet, dass bald alles wieder normal wird. Danke. Hoffentlich können wir bald mal wieder richtig Unterricht machen. Alle miteinander in dem Klassenzimmer oder wenigstens die halbe Mannschaft. Da haben wir sicherlich mehr zum Lachen als so hier. Ja, wir werden schon mal wieder in ruhigere Gewässer kommen. Sag es doch. Und dann können wir auch endlich wieder zusammen Musik und Theater machen und Aufführungen und Konzerte. Und nach dem Unterricht können wir dann nämlich auch wieder unsere Freunde treffen, unseren Hobbys nachgehen und in den Urlaub fahren. Auf jeden Fall freuen wir uns alle schon sehr, euch endlich bald wieder live im Klassenzimmer anzutreffen. So Kinder, jetzt geht's bergauf. Durchhalten. Fit bleiben. Nicht nur schulisch, auch raus an die frische Luft. Wir schließen uns den Wünschen an. Haltet's durch. Und vor allem die Ohren steif. Und wir freuen uns, wenn wir euch bald wiedersehen. Macht es gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ich vermisse am meisten. Was vermisse ich denn am meisten? Okay. Wir schließen uns den Wünschen an, die ihr schon alle gehört habt. Haltet's durch. Und auch die Ohren steif. Wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt und freuen uns, dass ihr gesund bleibt. Genau. Bis dann. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen. Nein, nicht herzlich willkommen. Corona-Zeit macht wunderlich. Ich freue mich wieder auf die Schule.